Schön, dass du dabei bist und etwas über die Chrysantheme lernen möchtest. Ich habe 10 große dekorative Chrysanthemen auf dem Großmarkt eingekauft. Du wirst sie vielleicht woanders einkaufen, aber ich habe sie jetzt absichtlich in der Tüte gelassen, damit ich dir zeige, wenn ich als Fachfrau diese Chrysanthemen auf dem Großmarkt, sprich im also ganz frisch einkaufe und sehe, dass die hier schon ausgefallen sind. Ich hoffe, du kannst es gut sehen. Ich sehe quasi schon, wenn ich es von außen angucke, dass diese Chrysantheme hier gelitten hat. Und wenn ich das jetzt aufpacke, deswegen habe ich es auch noch zugelassen, weil jetzt wird wahrscheinlich mindestens eine Blüte ausgerieselt sein. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie du, wenn du eine ausgerieselte Chrysantheme hast oder beim Transport eine verletzt hast und die dir ausfällt, wie du damit umgehst. Also, wir schneiden die Folie auf. Ich mag sie ungern hinlegen, weil diese dekorativen Chrysanthemen so empfindlich sind. Also ich setze mal wieder in meine Vase zurück und schneide jetzt weiter. Hier fallen auf jeden Fall ein paar Blütenblätter raus. Das heißt, irgendeine muss rieseln. Und hier kommt sie schon. Alle schön vorsichtig zurück. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die, die ausfällt. Es ist diese hier. So, diese Chrysanthemen, die sind deswegen so empfindlich, weil es ein sogenannter Korbblütler ist. In der Familie der Asteraceae. Das heißt, wenn du dir das genau anschaust, dann ist es hier unten, hat die Chrysantheme ein Körbchen. Außerdem die hier, die ist gar nicht mehr so frisch. Aber sie war einfach sehr lange in der Folienverpackung, in der sehr engen. Also wenn du sowas hast und lässt, dann weißt du, diese Blume, die ist zu lange eingepackt gewesen. Wenn sie ausrieseln, sind sie frisch. Weil wenn sie alt werden, rieseln sie nicht mehr aus. Dann sind die schon so verklebt, dass sie nicht mehr ausrieseln. Aber jetzt haben wir hier ja nur noch eine Dreiviertelblüte. Ich mache mal die Blätter ab, damit du besser siehst, um was es geht. Also diese ganzen Blütenblätter sind ja jetzt schon aus diesem Körbchen rausgefallen. Und du siehst hier innen drinnen, da ist die Lücke. Und diese Lücke, die möchte ich jetzt schließen mit Wachs. Ich nehme ganz einfach ein Teelicht, lasse das Teelicht ein bisschen brennen, so dass ich ein bisschen flüssiges Wachs erhalte. Und dieses Wachs träufle ich jetzt hier rein. Ganzen Moment braucht man noch. Ich versuche das zu zielen und jetzt tropfle ich hier einfach dieses Wachs in diese verlorenen Blütenblätter rein in diesen Kelch und lass es antrocknen. Man kann sogar, wenn man schnell genug ist, hier noch mal ein bisschen reparieren und ein paar Blütenblättchen wieder reinstecken. Die werden trocken werden, aber zumindest so jetzt den ersten Tag ist es noch ein bisschen aufgefüllt. Und schau, wenn es richtig trocken ist, dann sollte, ich muss noch ein bisschen warten, dann sollte eigentlich nichts mehr rausfallen. Also sie hat sich jetzt stabilisiert, einfach in dem Moment, in dem das Wachs kommt und diese Lücke schließt. Also wenn es dir passiert, dass du durch den Transport oder in einem Blumenladen schon merkst, oh, die rieselt, es fehlt ein einziges Blütenblatt, dann hast du hier die Chance, dass du diese Blume retten kannst. Etwas weiteres ist wichtig, wenn du die Chrysanthemen gerne magst und die geschützt zum Beispiel in einem Strauß oder auch lose transportieren möchtest.
Dann kannst du sie nämlich einpacken. Das heißt, du nimmst einen Bogen Papier, hältst deine Blüte nach unten machst ihr richtig ein Luftpolster und knipst es dir zweimal zu. Und jetzt hast du deine Blume hier innen drinnen schön geschützt. Ich zeige dir das noch einmal mit einer guten und ganzen Blüte. Ich mache ein bisschen Blätter weg, damit du es besser sehen kannst. Es geht auch, dass du hier deine Blume vorsichtig hinlegst, indem du dein Köpfchen so ein bisschen nach oben streifst. Dann nimmst du diese äußeren Papierzipfel und knuddelst dir das hier einfach oben so zu. Jetzt brauchst du keinen Knipser. Falls du sowas nicht zur Hand hast, du kannst natürlich auch einen Tesa nehmen, ganz egal. Aber schau, jetzt hast du dasselbe erreicht, indem du einfach nur deinen Bogen oben zusammen machst. Und es reicht dir, es dient nicht der Schönheit, es soll ja nur transportsicher sein. Wenn du das Ganze jetzt verpacken möchtest, könntest du das hier auf einen Bogenpapier drauflegen. Dann nimm sie versetzt, leg sie versetzt. Du könntest jetzt sogar hier dazwischen eine einbetten, die kein Papier braucht, weil sie jetzt ja schön eingebettet ist. Und jetzt machst du das ganze Spiel nochmal, indem du ihm hier einfach Luft einpackst. Wir machen einen zweiten Bogen. Den legen wir genau gegenverkehrt oben drauf. Wichtig ist uns die ganze Luft, die wir drin haben wollen. Um ein Luftpolster zu haben, guckst du, dass du wirklich unten raffst und oben raffst und in der Mitte hast du ein bisschen Luft drinnen. So, jetzt kannst du deine Chrysantheme ganz, ganz wunderbar transportieren, vorsichtig in den Kofferraum oder auf die Hutablage legen und schon funktioniert's. Bei der Chrysantheme ist es so, das ist eine sehr haltbare Blüte, also die kostet dir Geld, aber sie sieht ja auch wirklich imposant aus. Ich finde es sehr hilfreich, wenn ich mir ein paar Blätter abmache, so wie ich es dir gerade gezeigt habe, damit du gut siehst. Aber Blätter entfernen, das dient ja auch, dass die Blume weniger verdunstet. Das heißt, immer wenn eine Blüte weniger Blätter hat, dann hält sie länger, weil sie das Wasser, was sie hier unten aufzieht und aufsaugt, nur durch ein paar weniger Blätter nach außen hin verströmt. Sie braucht also weniger Kraft, dieses ganze viele Wasser aufzusaugen und dadurch hält sie besser. Auch wenn du einen Strauß machst, sieht es viel schöner aus, wenn so große Blätter, die eventuell sogar geknickt sind, einfach weg sind in der Bindestelle, wenn du einen Strauß bindest oder sie einfach so in die Vase stellst, also dort, wo sie im Wasser sind, darf sowieso kein Blatt mehr da sein. Also könntest du deine Blüte hier so ein bisschen entblättern, dann hat sie dennoch hier Laub und sieht schön natürlich aus, wenn von jeder Seite was kommt. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass du einen Anschnitt brauchst. Und das zeige ich dir. Es gibt sehr viele Videos von mir, die das dir schon zeigen. Auch in meinem Basiswissen-Video, einmal eins mit Basiswissen zum Profi, habe ich ganz viele wichtige Schnittblumenversorgungstipps für dich drinnen, aber hier nochmal für dich. Du brauchst ein scharfes Messer. Es ist immer viel besser, die Blumen mit einem Messer anzuschneiden, wie mit einer Schere. Eine Schere quetscht, ein Messer öffnet die Poren.
Jetzt nimmst du deinen Daumen, der liegt links von deinem Stiel. Dein Messer kommt von der rechten Seite und der Daumen drückt gegen den Stiel und dirigiert dir so, wohin du mit deinem Messer gehst. Ich zeige es dir nochmal. Also nach dem Anschnitt musst du es bitte sofort ins Wasser stellen, damit die Poren hier nicht wieder abtrocknen. Jetzt kommt es ins Wasser, jetzt hast du eine optimale Versorgung, du hast deine Leitungsbahnen top geöffnet und es kann gut das Wasser einströmen. Also du machst dir, schau her, hier haben wir auch noch mal einen, der rieselt auch, also bevor sie ganz ausfällt. Du nimmst dir Wachs, gehst hier in dieses Kölbchen rein. Du siehst hier, der Blütenboden ist hier geöffnet. Das heißt, da muss das Wachs rein, dort, wo die Blätter rausgefallen sind. Schau, dass du nicht zu weit oben bei der Blüte dein Wachs tropfst, sonst verbrennt sie, sonst wird sie braun, sondern dass du hier unten in den Kelch reinkommst und es auffüllst. Da reichen ein paar Tröpflein, erkalten lässt und schon ist das Ganze aufgefüllt und dicht. Nochmal zum Anschnitt, das war ja das, was ich dir zeigen wollte. Also, du nimmst dein Messer. Du hast ein Messer in der rechten Hand, es liegt dir locker in der Handfläche. Der Stiel liegt hier in deiner Gabel von der Hand und er drückt von der einen Seite gegen das Messer, praktisch durch den Stiel führt er dein Messer und er führt das Messer bis ans Ende von deinem Stiel und macht dir so einen langen, geöffneten Stiel und deine Blume kann besser halten, wie mit der Schere gequetscht. Ich wünsche ganz, ganz viel Freude mit all meinen YouTube-Filmen, mit allem Wissen, was ich dir auf diesem Kanal vermittle und natürlich auch mit deiner Floristik. Bis zum nächsten Mal.